Hallo, mein Name ist Katja Czakat. Ich arbeite für Sono Motors, ein Münchner Startup und bin Director Business Development. Sono Motors wurde von Laurin, Navina und Jona 2016 gegründet mit dem Ziel, Mobilität klimafreundlich zu machen. Und ja, die drei haben sich zusammengetan und haben überlegt, wie man das tun kann und haben in der Garage angefangen, an Autos herumzubasteln und diese zu elektrifizieren und mit Solarzellen zu versehen. Und so hat das Projekt eben seinen Lauf genommen. Und ja, heute stehen wir da, wo wir da stehen und entwickeln ein Auto, was ja in der ganzen Außenhaut Solarzellen integriert hat, um die Energie ein Stück weit selber zu gewinnen. Und gleichzeitig versehen wir dieses Konzept mit Mobilitätsdienstleistungen, nämlich Carsharing und Ridesharing, also dass jeder sein Auto teilen kann oder Leute mitnehmen kann. Und gleichzeitig das Thema Powersharing, in dem es möglich ist, dass das Auto auch Energie teilt. Letztendlich kann man sich den Sion einfach wie eine große mobile Batterie vorstellen, die natürlich Strom speichern kann und an entsprechender Stelle Strom wieder abgeben kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Heimbereich, also im Eigenheimbereich bleibt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, da zum Beispiel Energie, die man durch seine eigene Solaranlage produziert hat, auch dort eben direkt in das Fahrzeug zu speichern, wenn sie produziert wird und sie dann eben an bestimmten Stellen, wenn vielleicht die Sonne eben nicht scheint oder wenn es nachts ist, diese Energie wieder abzugeben. Das heißt, man reduziert im Grunde seinen Bedarf für die Größe eines Heimspeichers oder kann diese eben auch komplementieren mit der Batterie von seinem Elektrofahrzeug. Ja, und kann so eben ein intelligentes Energiemanagement bei sich zu Hause bereitstellen. Natürlich ist es so, dass der Energieoutput wesentlich größer ist, wenn die Sonne scheint und wenn es im Sommer ist, wenn lange Stunden die Sonne scheint. Aber dadurch, dass die Solarzellen auch auf der ganzen Außenhaut des Sion integriert sind, sehen wir, dass beispielsweise in Herbst- oder Wintermonaten, wo die Sonne niedriger steht, auch die Seitenteile des Autos wesentlich mehr Energie produzieren als zum Beispiel das Dach. Unsere Modellierungen zeigen, dass an ja, so einem schönen, sonnigen, durchschnittlichen Sommertag der Sion bis zu 34 Kilometer an Reichweite produzieren kann. Das entspricht ja schon wirklich mehr als dem üblichen Tagesbedarf von, ja, von normalen Pendlern. Es produziert wirklich Energie und ja, fördert eben die Unabhängigkeit auch der Fahrerinnen und Fahrer und kann gleichzeitig ja, eben ein Teil der dezentralen Energiewende sein. Unser Beitritt bei der Fair Cobalt Allianz, darauf sind wir sehr stolz, weil das aus unserer Perspektive ein sehr wichtiges Projekt ist. Denn wir wollen in letzter Konsequenz in der Lage sein, fair produziertes oder fair, ja, fair produziertes Kobalt in unsere Lieferkette zu integrieren. Und das ist aktuell tatsächlich einfach nicht möglich, weil diese Transparenz nicht gegeben ist. Und die Fair Cobalt Allianz hat sich zum Ziel gemacht, die Abbaubedingungen in der Demokratischen Republik Kongo von den sogenannten artisanalen Minen, also den ASM-Minen, zu verbessern, indem die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessert werden. Und das ultimative Ziel der Allianz ist eben, den insgesamten Anteil an fair produziertem oder nachhaltiger abgebautem Kobalt im Markt zu erhöhen. Ja, also Sono Motors ist ja ein sehr kapitalintensives Unternehmen, weil wir bauen Hardware, wir bauen ein Fahrzeug. Und da ist es am Standort Deutschland aktuell einfach relativ schwierig, Risikokapitalgeber zu finden. Und das sind ja Rahmenbedingungen, die sind für viele Startups in der Branche schwierig. Und da würde es uns natürlich helfen, wenn entsprechend die Politik das noch mehr unterstützt und noch mehr begleitet, dass sich Unternehmen wie wir ja
leichter an Kapital kommen können. Der BEM leistet ganz, ganz wichtige Grundlagenarbeit. Also wirklich dieses Verständnis von Elektromobilität in die Politik zu bringen, da Aufklärungsarbeit zu leisten und vor allem auch die Sektoren zu vernetzen. Also eben nicht nur in der Automobilecke zu bleiben, sondern auch gleichzeitig eben Mobilität und Energie damit einzubeziehen. Das macht der BEM aus unserer Sicht extrem gut und auch eben diese Vernetzung von den Mitgliedern, es funktioniert auch hervorragend und wir sind gerne Mitglied im BEM. Wir merken schon, dass einfach dadurch, dass schon so eine große Nachfrage nach unserem Produkt und eben auch eine gewisse Verdrossenheit in Bezug auf die großen Automobilhersteller herrscht, dass dieses Thema Elektromobilität eigentlich schon wirklich nicht mehr aufzuhalten ist.